So, dann würde ich sagen, können wir jetzt auch mal die Nomadenrüstung ablegen. Wir laufen hier die ganze Zeit mit Nomadenrüstung in Morasul rum. Es interessiert niemanden. Und die neue Rüstung angelegt. So, jetzt sind wir ein Assassine. So, angucken würde ich mich gerne, geht aber irgendwie nicht. Gut, was hatte ich gesagt, steht auf der Agenda? Der Tempel von Morasul, nicht wahr? Gut, dann gehen wir nach Süden. So, da haben wir jetzt nämlich auch ein ganzes Stück mehr Verteidigung, um dann mal uns hier besser durchschlagen zu können. Und da fällt mir ein, wir müssen auch noch in Bakaresh den Champion-Titel holen gegen die beiden Tempelkrieger. Tempelwächter. Tempelkrieger? Tempelkrieger, glaube ich. So, laufe ich denn... Ach, wo muss ich denn hier? Hier hinten, ne? Ja. Weltkarte. So muss ich laufen, alles klar. Ja, die müssen wir natürlich auch noch besiegen. Die haben wir ja damals nicht hingekriegt, weil die einfach mal zu schwer waren. Ich glaube aber jetzt mit der neuen Rüstung, mit dem ganzen Stück an Lebenspunkten, was wir jetzt noch dazugeholt haben uns mittlerweile, könnte das sogar klappen. Da fällt mir ein, wir haben 40 Lernpunkte. Oh, okay. Die gebe ich später aus. Die gebe ich später aus. Ich hätte natürlich jetzt bei Ismael dann damit trotzdem das Klingeschärfen lernen können. Ist jetzt aber auch egal. Können wir dann mal machen. Jetzt will ich erstmal direkt unumwunden zum Tempel und uns hier mal da reinbringen in die gute Stube. Wieso sieht das eigentlich so seltsam aus? Ach, das sind Spinnweben oder was? Der ist ja richtig offen. Leute, wieso zur Hölle sammelt ihr die Tempelschlüssel? Ihr könnt mit einer etwas längeren Leiter auch so reinkommen. Meine Güte. Okay, damit stehen wir wieder da, wo wir in der letzten Aufnahme aufgehört haben. Diesmal aber geht's natürlich weiter. Klick-klack. Aber erst nach einer kurzen Pause. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe genialerweise nicht mal Pause im Spiel gemacht hier während meiner Pause. Deswegen ist es jetzt ein bisschen dunkler geworden in der Zwischenzeit. Ist aber auch egal. Wir öffnen nun den Tempel. Los geht's. Tür öffnen. Jawohl. Das wäre also geschafft. Die Tür ist offen. Das war irgendwie unspektakulär. Ich speichere lieber mal sofort. Auch wenn wir noch nichts sehen. Eigentlich gerade deswegen, weil wir noch nichts sehen. Weil immer die Gefahr besteht, dass sofort jemand angescheißert kommt. Und da sehen wir auch schon die ersten. Hat das Skelett ganz rechts gerade genießt? Habe ich das richtig gesehen? Das ist seltsam. So, komm mal her, Freund. Ich bin nur zurückgegangen, damit deine anderen Kollegen nicht kommen. Gegen dich will ich schon kämpfen. So, schön. Ordentlich aufgeräumt. Die nächsten, bitte. Irgendjemand? Du da vielleicht? Nein, du sollst nicht mit dem Bogen. Nicht mit dem Bogen. Na gut, also wenn der mit dem Bogen nicht kommen will, dann nehme ich mir natürlich den anderen. Komm mal vorbei. So. Jetzt kommt er mit dem Bogen natürlich auch raus. Ist aber okay. Ach, Mistzack. So, dann können wir uns nämlich gleich dem widmen und dann haben wir den letzten da ganz allein. Wunderbar. Okay. Hätten wir das schon mal? Natürlich sammeln wir wie immer alles ein. Halt, was? Ich kann hier nichts machen. Ja, wieso ist es denn, dann noch anzuwählen hier? Das ist ja unlogisch. Meister! Komm und gib's mir. Ach. Noch einer mit Bogen. Nein, nicht mit mir. So, das ist das Schöne, man kann den Bogenschützen, wenn man ansonsten niemanden hat, auf den man sich konzentrieren muss, kann man den Bogenschützen eigentlich total simpel ausweichen und sofort in den Nahkampf übergehen. Das geht wunderbar. So, dann mal weiter mit den Kollegen hier. Ich hoffe, das sind keine Mumien. Ich hasse Mumien. Weil die keine Waffen haben. Doch, es sind Mumien, natürlich. Und dadurch, dass sie keine Waffen haben, schlagen sie unglaublich schnell zu und da kommt man manchmal nur ganz, ganz beschissen wieder raus, wenn man da einmal getroffen wurde. So, erster weg.
Nun der zweite. So, am besten wir lassen es gar nicht treffen und schlagen einfach so schnell zu. Ja, dass sie uns nicht erwischen, das hat sich damit auch erledigt, aber ist auch egal. So, mal kurz was gefressen zwischendurch. Ja, fressen und saufen, das können wir alle gut. War mal ein Volkslied irgendwie. Tatsächlich mit dem Text in der dritten Strophe. Habe ich mal als Kind bei einem Stadtteilfest gesungen. Auf einer großen Bühne vor 50 Leuten oder so. War total abgefahren. Und die Leute haben sich gefreut, als ich von Fressen und Saufen gesungen habe. War auch merkwürdig. So. Ach, halt, hahaha. Dich habe ich gar nicht gesehen, mein Freund. Ja, ist ja gut. Komm. Ja, den weiche ich doch. Na toll, das war ja großartig. Ach, ernsthaft. Was? Er hat mich doch gar nicht erwischt. Willst du mich denn verarschen? So, erstmal den hier. So, und jetzt du noch. Ich fasse es ja nicht. Der hat mich gar nicht erwischt mit seinem blöden Stich. Und trotzdem wird er hier in diesen blöden... Ach, ich hasse das einfach. Ich mag auch diesen dummen Stich nicht, beziehungsweise die Reaktion des Helden, wenn er davon getroffen wird. Wie er so stundenlang sich seinen Wanst hält und dann in der Gegend rumtorkelt. Okay. Dann sammeln wir mal wieder fröhlich. Skelett? Kein Skelett? Na gut. Es läuft ja wenigstens alles ein bisschen unaufgeregter als noch beim Tempel von Bensala. Gut, ansonsten ist ja nichts. Denn dort war ja total der Krieg ausgebrochen eigentlich. Während es hier dann doch ja ein bisschen beschaulicher ist alles. Ich speichere schon mal wieder, weil ich ja schon wieder die Musik höre und ich sehe gerade, wir haben schon wieder einen Krankheitsbefall. Darum kümmere ich mich aber dann erst, wenn wir den Tempel hier ausgeräumt haben, beziehungsweise wenn wir dann vielleicht auch den Tempel von Al-Shedim ausgeräumt haben. Huch! Ganz einfach, weil wir sowieso hier auf die Ausdauer... auf die Ausdauer scheißen können, wollte ich sagen. Und es uns ja jederzeit wieder passieren könnte, dass wir hier von irgendjemandem eine Krankheit kriegen. Wie das eben bei Grabräubern immer so ist, man kassiert halt irgendwelche tödlichen Krankheiten, wenn man die Gräber öffnet. So, jetzt können wir natürlich auch hier die schweren Truhen mit öffnen, meine ich natürlich. Klingenschaden 75 müsste eigentlich zu niedrig sein, würde ich denken, oder? Wir gucken mal nach. Die Sache ist ja, das ist mal ein nicht abgenutztes Schwert, von daher könnte das... Nee, Klingenschaden 85. 70, okay, doch. Gesegnet plus 10. Wenzels Schwert. Ich weiß nicht. Ich lasse es mal momentan noch. Werd dann aber vielleicht noch wechseln. Ich habe ja vor, mir das Klingenschärfen zu holen. Und wenn wir das dann haben, dann haben wir da natürlich einen Wert von 80. Und das ist dann noch ein bisschen erstrebenswerter. Dann büßen wir jetzt zumindest erstmal nicht ein. Und Wenzels Schwert müssen wir sowieso noch abgeben. Speichern. So. Wer kam denn da? Eine Mumie. Ich hasse euch Mumien wie die Pest. Na toll, auch noch einen Berg runter. So, aber schön, wie er das macht, der Held. Also, wie er es machte, bevor er getroffen wurde. So. Alles kein Ding. Oh. Ich geh dann mal. Lauf. So, mal schnell nach oben. Schnell nach oben und einen Trank eingeworfen. Da sind wir aus Versehen schon in die Grabkammer vorgestoßen, wo uns der untote Hohepriester ganz freundlich begrüßt hat. Denn auch hier gibt es so einen. Das bleibt uns leider nicht... Hallo, ich hab den noch erwischt, oder? Natürlich, aber sicher doch. Das bleibt uns leider auch hier nicht erspart mit dem untoten Hohepriester. Auch dem müssen wir uns wieder widmen. Aber das kriegen wir hin, denke ich doch. Wenn wir vorher wieder schön separieren, wenn wir erstmal alles andere wegräumen, denn der wird wieder zu faul sein, aus seiner Kammer rauszutreten, denke ich mal. Und bevor es die Mumie zu uns schafft, können wir sogar noch mal hier ein Stück Fleisch einlegen.
Ich hasse es. So, jetzt aber. Das ist... Die Mumien sind deshalb so bescheiden, weil sie diesen Schritt zurück immer machen. Dadurch erwischt man nicht mit jedem Schlag die Mumie. Und deshalb schafft sie es dann jedes Mal, zwischen die Schläge ihre Hiebe zu setzen. Weil sie ja keine Zeit weiter dafür braucht, um zuzuhauen. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren, bei irgendwelchen schwereren Gegnern, die lange brauchen, um zuzuschlagen. Einfach die Waffe wegstecken und nur mit den Fäusten zuhauen. So, damit man immer schön zwischen die Schläge gehen kann und nie getroffen wird. Ilyas Artefakt, eine wertvolle Vase. Aha! 1500 Goldstücke, ja Mensch. Wir merken uns das mal mit den 1500. Falls Ilya uns weniger geben will. So, jetzt aber, Freunde, jetzt aber. Wir lunschen mal ganz vorsichtig um die Ecke. Wo ist denn der? Hallo? Keiner? Jetzt habe ich es gesehen. Er steht da hinten irgendwo. Ja, komm mal raus, Herr Mumie. So, einmal kurz angepiekst. Genau, dich locken wir mal mit hier hin und dann darfst du einmal gegen die Wand geschossen werden hier von mir. Man sollte die wirklich gegen die Wand checken, was ich gerade irgendwie nicht hinkriege, weil ich zu dumm bin. Aber dann gehen sie, weil sie dann nicht zurückweichen können und dann auch wirklich regelmäßig getroffen werden. Oh, Hossa, da kommt er doch raus. Dann suche ich mir mal Deckung und speichere natürlich nochmal. So, jetzt aber. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Gut, dass er seinen Stab rausholt. Das macht die Sache natürlich ein Stück einfacher. Weil der Stab ein ganzes Stück unproblematischer zum Bekämpfen ist. So, und wir sehen schon, das dauert. Die halten was aus. So, ich lock ihn aber mal ein Stück aus der Ecke raus. Komm mal her. So, damit er jetzt nicht in die Wand reingeschossen wird hier von mir. Aber der scheint auch nichts für uns zu haben. Gut, dann nicht. So, schön die alte Truhe geknackt. Was haben wir denn da? Schlösser öffnen, Flammenwelle, Trank gegen Krankheiten, Gegengift, Dietrich, Münze, okay. Was mich mal beim Schlösser öffnen interessieren würde, wäre, für welche Schlösser das gilt, ob das auch für unmögliche Schlösser gilt. Dann könnten wir das ja mal in Morasul ausprobieren, theoretisch. So, wie ihr seht, wage ich mich mal ohne Fackel durch, weitestgehend. Jetzt muss ich natürlich mal zum Orientieren anmachen. Hier drüben ist... Wir sind schon in der letzten Kammer. Alles klar. Gut, dann kann ich ja wieder ausmachen. Hier ist nichts. Okay. Ich mache die Fackel ja ungern an, weil wir so schlecht kämpfen können, falls doch mal irgendwo noch einer angeschissen kommt. Und da ist es endlich. Da ist es! Da ist sie! Die Krone von Adanos. Und verdammt, wir brauchen sehr viel altes Wissen, um die zu tragen. Das ist natürlich äußerst uncool. Ich finde natürlich geil, Gold wert 100.000. Wer verkauft die denn? So, damit haben wir das erste Artefakt Adanos. Und können stolz auf uns sein. Schade, schade. Was haben wir denn an Dingens? Mal kurz gucken. Altes Wissen 78. Ach, wir haben ja doch schon ein bisschen was. Dann würde es sich vielleicht doch lohnen, mal die ganzen Steintafeln mitzukaufen, damit wir irgendwann genug altes Wissen haben, um die Krone zu tragen. Denn wie ich schon mal angemerkt habe, aus modischen Gesichtspunkten heraus will ich diesen verfluchten Helm endlich loswerden. So, wir haben den Tempel freigeräumt und wir sind jetzt natürlich ganz stolz auf uns und dann schauen wir mal, was sich hier oben so getan hat. Denn wir haben ja die Warnung bekommen von Messier. Öffne nicht den Tempel, es wird eine Welle von Untoten über die Welt bringen.